Denn ich sage Ihnen, wenn rechts verschwindet, was bleibt denn dann noch übrig? Links und grün. Und das ist zu wenig für eine Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich zitiere Bismarck, Begründer des deutschen Sozialstaats rechts. Gustav Stresemann, der bei den Nazis verhasste Kanzler und Friedensnobelpreisträger rechts. Der Hitler-Attentäter Stauffenberg und sein Team rechts. Wer glaubt, rechts bedeutet das Gleiche wie rechtsradikal, ist dumm. Diesem Zitat ist nichts hinzuzufügen. Wir müssen differenzieren und es kann nicht sein, dass Sie in dem gemeinsamen Kampf, den wir brauchen gegen Rechtsextremismus, eine Politik des Verdachts auf den Weg bringen, die alle nicht-linken Organisationen kriminalisiert, während Ihre linken Vorfeldorganisationen finanziert werden durch das Demokratiefördergesetz. Das kann nicht funktionieren. Sie haben uns an der Seite im Kampf gegen Rechtsextremismus, aber nicht in der Ausgrenzung von allem, was nicht links und grün ist in diesem Land.